Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. So lautet die Jahreslosung des Jahres 2024. Und sie steht auch im Mittelpunkt von unserem Nachteulengottesdienst, den wir hier in der wunderbaren Friedenskirche in Ludwigsburg feiern. Hans-Joachim Eckstein, der berühmte Professor und beliebte Prediger, wird sie für uns auslegen. Und sie wird musikalisch gestaltet durch den Lucky Pop Chor, der gemeinsam auch mit der Gemeinde mit Ihnen singt. Mein Name ist Martin Wente. Ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst mit Ihnen zusammen zu feiern. Reisen Sie mit mir ins 11. Jahrhundert. Wir sind im Norden des Iran in der berühmten alten Stadt Tus und die ganze Stadt ist in heller Aufregung, denn heute wird er zu uns kommen und zu uns predigen, der berühmte Prediger Scheich Abu Said. Alle Menschen strömen in die Moschee und als er selber kommt, der berühmte Scheich, da strömen noch mal mehr. Und da sagt der Platzanweiser in seiner Not, Allah, wie soll das denn hier alles werden? Jeder soll von dort, wo er ist, einen Schritt nach vorne gehen. Das hört der berühmte Scheich, kommt in die Mitte der Moschee und sagt, und hiermit eröffne ich den Gottesdienst und hiermit schließe ich den Gottesdienst wieder. Denn was der Platzanweiser eben gesagt hat, das ist der Kern von dem, was ich selber sagen wollte und was alle Propheten zu allen Zeiten sagten. Jeder soll von dort, wo er ist, einen Schritt nach vorne kommen. Ich mag diese Geschichte und ich mag diesen Satz, weil er zweierlei bedeutet, wenn wir von dort, wo wir sind, einen Schritt nach vorne kommen. Das heißt, wir versuchen, Platz zu machen für die, die auch mit dabei sind, die auch mit dabei sein wollen. Und es heißt zugleich auch, dass wir zugehen auf den anderen, wenn wir einen Schritt von dort aus nach vorne gehen, wo wir herkommen. Und beides, glaube ich, brauchen wir so sehr 2024, dass wir zum einen Platz machen für die, die auch mit dabei sein wollen und zum anderen auf die zugehen, die da noch da sind. Ein Satz, der zugleich auch, so scheint es mir, die Jahreslosung für das Jahr 2024 sein könnte. Vielleicht haben Sie diesen Satz schon in einem anderen Zusammenhang gehört. Das ist der Titel von einem berühmten Buch, von einem zu Recht Bestseller, von dem wunderbaren deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Kamani. Navid Kamani hat gesagt, damit fassen wir alle Religionen und auch den Islam zusammen. Und vielleicht gibt es daher auch eine große Nähe zum Christentum.
habe den Satz nicht nur deswegen ausgewählt, weil er auch eine Jahreslosung sein könnte in diesen rauen Zeiten, sondern weil er vielleicht in eigener Weise auch unsere Jahreslosung auslegt. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen, so heißt ja die Jahreslosung. Was heißt das denn eigentlich? Was heißt das konkret? Nun, vielleicht heißt es auch, einmal einen Schritt nach vorne zu machen, um anderen Raum zu geben und auf den anderen zuzugehen. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Und wenn wir überhaupt eine Chance haben, das hinzubekommen, dann deswegen, weil wir dabei gestärkt werden und begleitet vom großen und barmherzigen Gott, der die Liebe selbst ist und den wir vielleicht schon ein bisschen gespürt haben bei eurem Gesang und bei unserer Präsenz, der auch hier ist in diesem Gottesdienst als der eigentliche Gastgeber und uns begleitet und sich darüber freut, dass wir da sind, sodass wir diesen Gottesdienst in seinem Namen feiern. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Was für eine Losung, was für ein Motto in diesem Jahr, in dieser Welt, in dieser Zeit. Als wäre es der Kontrast zu dem, was wir erleben, vielleicht auch bis in die Familien und das Privatleben hinein. Wäre es ein Wunsch, dann wäre es ein frommer Wunsch. Aber es ist kein Wunsch. Es ist eine Aufforderung, eine Einladung, eine Ermutigung, versehen mit einem Ausrufezeichen. Wir werden aufgefordert, eingeladen. Und das macht es jetzt schon wieder ein bisschen unangenehm. Nicht, dass wir nicht gerne ermutigt und eingeladen würden. Aber ich muss gestehen, dass seit einigen Jahren mir die Imperative, die Sätze mit dem Ausrufezeichen und die Appelle ein bisschen zu viel werden. Liebe ist nicht machbar und Liebe ist auch nicht erzwingbar. Und deshalb sind wir eigentlich in unserem Zusammenhang von Gemeinde, Gottesdienst und Kirche gut beraten, wenn wir uns rückbesinnen, was denn eigentlich für alle Ausrufezeichen zunächst einmal die Aussage ist und für alle Befehle und Aufrufe und ethischen Anweisungen die Grundlage. Zuerst sollen wir nicht fordern, sondern zuerst sollen wir Evangelium zusprechen. Die gute Nachricht nämlich, nicht, dass die Welt schlecht ist, das setzen wir voraus. Die gute Nachricht, dass es eine Realität gibt. Eine Realität, die die Antwort bedeutet und die Voraussetzung für unsere Veränderung des eigenen Lebens und der Welt. Wir können Liebe nicht erzwingen und nicht machen. Denn die Fähigkeit zur Liebe entsteht
in der Realität von Beziehung, in der Erfahrung von Zuwendung und Beziehung. Liebe ist nichts, was man erzwingen kann. Liebe wird geweckt und die Fähigkeit zur Liebe, sie muss durch die Erfahrung von Liebe überhaupt erst gebildet werden. Das, was wir brauchen als Grundlage, ist Beziehungsrealität. Beziehungserfahrung ist die Gemeinschaft. Also die Erfahrung, die ich selber mache, dass ich wahrgenommen bin, dass jemand für mich zurücktritt oder vortritt, dass jemand an meine Stelle tritt und sich mir zuwendet. Die Grundzusage ist, bevor wir alles das, was wir erfahren und tun und gestalten, schon wieder mit Appellen in Liebe tun, dass wir uns sagen lassen, dass wir selbst geliebt und gewollt sind. Nur aus dieser Erfahrung des Zuspruchs, dieser Ermutigung, können wir es leben. Nun könnte man gleich einwenden und sagen, ja, das ist ja ganz nett, wenn man das so theoretisch von Gott sagt. Aber man kann doch Gott nicht erfahren, beweisen und greifen. Was soll ich also mit der Zusage einer Liebe machen, die ich nicht wahrnehmen kann? Das ist das Geheimnis, das euch heute Abend hier zusammengeführt hat. Dass die Realität der Zuwendung, der Annahme, der Bejahung und der Gemeinschaft erfahren wird in unserem Zusammensein. Das heißt, alles das, was ihr tut, soll in Liebe geschehen, gilt ganz am Anfang und zuerst uns, die wir miteinander in Familien, in Gemeinde, im Chor zusammenwirken. Denn Gottes Liebe, die vollkommen ist, ist für viele Menschen nicht unmittelbar erfahrbar und sichtbar. Unsere Gemeinschaft aber ist so real erfahrbar, dass jemand heute Abend zufällig in diesen Gottesdienst hineinkommen kann. Er erfährt die Gemeinschaft, die Offenheit, die vielen Menschen, den Chor, und er spürt eine Realität, die er in seinem Leben vermisst. Gottes Liebe, die vollkommen ist, aber nicht sichtbar, wird für Menschen erfahrbar in unserer gelebten Liebe, die ganz konkret ist, konkret erfahren wird, aber nie vollkommen sein wird. In der Liebe sind wir nicht das Feuer, sondern wir geben die Wärmestrahlen weiter. In der Liebe sind wir nicht die Lichtquelle, wir reflektieren das Licht. Und wie befreiend ist es, wenn wir uns schon im Januar das bewusst machen, was wir an Silvester zerknirscht feststellen würden. Wir haben es von uns aus nicht geschafft. Wir werden es nicht schaffen. Wir sind nicht der Messias. Wir sind nicht der Erlöser. Wir sind nicht der Retter der Welt. Das alles können wir nicht sein. Aber wir können uns einladen lassen in die Gemeinschaft, in die Beziehung dessen, der diese Liebe gelebt hat. Ja, aber ist es nicht schon innerhalb unserer Gemeinschaft relativ kompliziert? Ist es nicht in den Familien schon oft widerlegt, dass das mit der Liebe dauernd das ganze Jahr und in all dem, wie wir es so eindrücklich gesungen haben, das zu realisieren? Nun, das Neue Testament, in griechischer Sprache geschrieben, hat für diesen Begriff der Liebe einen speziellen Ausdruck gewählt, der natürlich in der griechischen Umwelt zur Verfügung stand, aber da eben noch nicht besetzt war, nicht gefüllt war. Und hat gesagt, wir reden von der Realität der Agape. Was macht die Agape, was macht diese Liebe des Evangeliums aus? Nun, es ist nicht zu eurer Erleichterung zuerst einmal ein Gefühl. Denn wenn wir in diese Woche gehen und uns zwingen wollen, alle Menschen furchtbar nett, sympathisch und attraktiv zu finden, dann wird es anstrengend und wir halten das bis Dezember nicht durch. Das ist nicht gemeint. Wenn wir
im Singen und Beten uns das vornehmen für dieses Jahr, geht es nicht darum, dass wir uns vornehmen, alle Menschen toll zu finden, sondern zu sagen, ich möchte das, was ich selbst bei Gott erfahren habe, Wertschätzung, Annahme um meiner selbst willen, Freude an meiner Person, obwohl ich doch gar nichts richtig gemacht habe, ein Willkommensein, ohne dass ich mich angestrengt habe. Ich möchte diese Wertschätzung und Wahrnehmung widerspiegeln. Und das in der Tat hat mit Willen und Herz und Verstand zu tun. Wir lieben nicht das Attraktive. Wir lieben, weil Gott uns geliebt hat, wie wir sind. Und wir wollen dann auf die anderen zugehen. Und dann lernen wir Geduld und das Gewähren von neuen Anfängen. Ich erinnere mich daran, dass mal ein Gemeindeglied zu mir kam und sich furchtbar über einen anderen in der Gemeinde beschwerte. Und dem müsse man doch endlich mal die Sache richtig klar machen. Und dann sagte ich, ohne das vorher jetzt irgendwie geplant zu haben, hast du den denn schon in dein Gebet eingeschlossen und in deine Fürbitte und betest du für ihn? Und dann platzt es aus ihm raus, na so wichtig ist er mir jetzt auch wieder nicht, dass ich für ihn beten würde, ich will ihn ja nur kritisieren. Liebe kann man einüben. Derjenige, der selbst in Beziehung lebt, der kann Beziehung einüben. Und ich kann mich selbst dabei behaften. Ich möchte anderen die Chance geben, die ich bei Gott täglich beanspruche. Und dennoch ist ja die Frage, bedeutet das nicht eine totale Überforderung? Die einen, und das setzt das Neue Testament voraus, sind erstmal gesunde Egoisten. Die kannst du dazu anhalten, sich selbst zurückzunehmen, zurückzutreten. Die anderen aber haben die Tendenz auf der anderen Seite. Und die sind nun gehäuft in unseren Gemeinden, in der christlichen Tradition. Wir nennen das im Gegensatz zum Egoismus den Altruismus. Also so wie der eine ständig sein Ich betonen muss, so kann der andere auf die andere eben nicht Ich sagen, gibt ständig nach und sieht es als die Aufgabe an, immer nachzugeben, immer zu vergeben, immer den untersten Weg zu gehen und keine Grenze zu ziehen. In dem Fall ist es wichtig, dass wir aufeinander achten und dass wir uns gegenseitig sagen, du möchtest zwar die Jahreslosung jetzt messiasmäßig durchleben in diesem Jahr, aber du überforderst dich. Aber wenn wir in den Spiegel schauen oder noch besser ins Neue Testament, dann müssen wir uns sagen lassen, auch du hast einen Wert. Auch du bist geliebt. Auch du sollst gesund sein in einer Beziehung. Und dennoch, jetzt gucke ich noch einmal wie am Anfang in die Welt. Ist das nicht ein bisschen naiv? Ist es nicht naiv, angesichts der Weltsituation von Liebe als Lösung zu reden? Nun, die Rede vom lieben Gott ist missverständlich geworden. Denn es wurde und wird immer wieder der Eindruck erweckt, dass der, der liebt, immer nur nachgibt und Ja sagt und nicht einmal Nein und Schluss. Dass Liebe immer nur Ja und Amen sagt und nicht einmal Nein und Halleluja. Zur Liebe gehört die Wahrheit. Und Liebe und Wahrheit sind keine Gegensätze. Sie sind zwei Schwestern, verschieden zwar, aber untrennbar miteinander verbunden. Und was diese zwei Schwestern Liebe und Wahrheit überhaupt nicht mögen, wenn man sie gegeneinander ausspielen will. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Gott würde nicht lieben, wenn er nicht zugleich auch richten würde, nämlich zurechtbringen. Liebe widerspricht. Und deshalb ist auch der gekreuzigte Christus nicht nur Symbol für eine leidende Liebe, eine sich zurücknehmende, eine tragende Liebe, sondern gerade in dieser Kirche offensichtlich der triumphierende Auferstandene.
Die Liebe Jesu Christi wird am Kreuz unüberbietbar deutlich in Hingabe und Zuwendung, im Übernehmen dessen, was der andere zu tragen hat. Aber sie wird bestätigt in Auferstehung und erwarteter Wiederkunft. Alles soll in Liebe geschehen und alles in Wahrheit. Ist Liebe wirklich alles? Nein, Liebe ist nicht alles. Wir brauchen auch die Wahrheit. Aber ohne Liebe ist alles nichts. When I find myself so far from home and you lead me somewhere I don't wanna go, even in my death I'll follow you, even in my death I'll follow you. When I come to end this race I've run and I receive the prize that Christ has won, I will be with you in paradise. Oh, I will be with you in paradise. Oh, I believe everything that you say you are. I believe and I have seen your unchanging heart in the good things. In the hardest part, I believe and I will follow you. Oh, I believe and I will follow you, yeah. I believe everything that you say you are. I believe and I have seen your unchanging heart. In the good things, in the hardest part, I believe and I will follow. I believe and I will follow you. Du großer und barmherziger Gott, danke. Danke, dass du Liebe bist, großer Gott, durch und durch, warm und hell. Ausstrahlend. Danke, dass du die Quelle von so viel Liebe bist, die ich immer wieder erlebe. Danke für die Liebe, die ich in meiner Umgebung erlebe, für die kleine Liebe, den Gruß am Morgen, die Unterstützung bei der Arbeit, das Telefonat mit einem Freund. Danke auch für die große Liebe, die sich manchmal ereignet in meinem Leben. Danke auch Gott für die Liebe in der Öffentlichkeit und in der Welt. Für die Liebe, die Menschen auf die Straße treibt zu Demos gegen Rechtsradikalismus. Danke für die Liebe zur Demokratie und Vielfalt, die in den Schulen gelebt wird und am Arbeitsplatz und in den Kirchen. Danke Gott, dass du die Quelle von so viel Liebe in so vielen Gestalten bist. Und ich bitte dich für alle Orte, an denen nicht in Liebe gehandelt wird, sondern in Gleichgültigkeit oder im Hass. Ich bitte dich, Gott, komm mit deiner Liebe dahin, wo Krieg ist, in die Ukraine, in den Nahen Osten. Komm mit deiner Liebe dahin und zeige Wege zu echten, gerechten Frieden, sodass Wahrheit und Friede und Gerechtigkeit sich verbinden zu einem Frieden, der für beide Seiten gut ist. Komm mit deiner Liebe dahin, wo Extremismus vorherrscht und Fremdenfeindlichkeit. Verwandle Herzen und Hirne. Und ja, komm zu deiner Kirche, du großer und barmherziger Gott, komm wieder zu uns. Komm mit deiner Liebe, sodass wir sie ausstrahlen können, auf den Straßen, am Arbeitsplatz, im Wohnzimmer, am Telefon. Komm zu uns, großer Gott. Hilf, dass wir immer mehr deine Kirche werden, die einen Schritt nach vorne tut, die alles, was sie tut, in Liebe tut. Und alles, was uns sonst noch beschäftigt, legen wir in die Worte, die uns Jesus zu beten lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Ja, der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.